Eigentlich heißt sie Santa Sofia degli Ponti. Besser bekannt ist sie längst als Ona, das Live-Erlebnis. Auf dem neuen Album singt sie nicht nur auf Deutsch und Elbisch, sondern auch auf Spanisch und Quechua, die Sprache der indigenen Bevölkerung in Bolivien und Peru. Ich benutze die Sprache auf emotionaler Ebene. Mein zweites Album, Eria, ist ein sehr lebensfrohes Album und spiegelt sich ganz, ganz viel Leichtigkeit wieder in den Songs. Komm hinauf an die alten Orte und wir hören, was die Stimmen erzählen. Santa Sofia degli Ponti hat Schauspiel und Gesang studiert. Dem Daily Soap-Publikum von RTL ist sie noch als Tanja Seefeld aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten bekannt. Heute betört sie mit ihrer Musik nicht nur Folk-Liebhaber, sondern auch Schlager-Pop-Freunde und Weltmusik-Fans. Wonach ich auf jeden Fall strebe, ist nach Glück, nach Liebe, nach einfach die schönen Dinge im Leben. Einfach das Leben zu genießen. Ein Album als Heilmittel gegen schlechte Laune. Ona ist jedenfalls auf der Suche nach den schönen Momenten des Lebens. Ihr neues Album ist vielleicht der beste Beweis dafür. Ich denke an die Geschichte, die ich gerne erzählen möchte. Ich denke an den Satz, an die Wörter, die ich gerne vermitteln möchte. Und ich bin dann genau in dem Moment. Wer mehr über Ona und ihr neues Album erfahren möchte, der sollte am Sonntag BRF 2 einschalten. Von 13 bis 14 Uhr ist wieder Künstlertreff bei Horst Senk.